Für welchen Club hat sich jetzt Joshua Kimmich endgültig entschieden? Und ist der Transfer von Joel Palhinha jetzt endgültig fix? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Wir starten das Video direkt mit einer Meldung vom FC Bayern. Nach zwei durchwachsenen Jahren will der FC Bayern die Zusammenarbeit mit Nasri Masraoui beenden und hat für diesen Sommer einen Verkaufspreis definiert. Beim FC Bayern stehen in den nächsten Wochen großflächige Veränderungen an. Die Bosse sollen eine XXL-Verkaufsliste definiert haben, auf der unter anderem Nasri Masraoui steht. Laut einem Bericht der Sportbild soll der etatmäßige Rechtsverteidiger den Club verlassen. Die Bayern erhoffen sich eine Ablöse von 20 bis 25 Millionen Euro, heißt es. Interesse besteht aus der Türkei. Dass ein Club tatsächlich eine solch hohe Ablösesumme für Masraoui zahlt, erscheint aber nicht wirklich realistisch. Seitdem er vor zwei Jahren ablösefrei von Ajax Amsterdam in die bayerische Landeshauptstadt wechselte, war Masraoui mehr im Krankenstand als auf dem Platz vorzufinden. Lediglich 55 Pflichtspiele mit 3.561 Minuten stehen in seiner FCB-Vita. Das sind Daten, die ihn bei anderen Clubs nicht gerade auf den Einkaufszettel spülen dürften. Hinten rechts steht im Rekordmeister ausreichend aufgestellt, mit Sacha Boué, der es im Winter von Galatasaray und der bisher ebenfalls weit hinten der Ansprüchen zurückblieb, und Josip Stanisic, der als deutscher Meister aus Leverkusen zurückkommt, stehen zwei solide Kräfte zur Verfügung. Joshua Kimmich fokussiert sich gerade auf die EM, doch im Hintergrund ist einiges in Bewegung. Kimmichs Abgang vom FC Bayern rückt immer näher. Seinen neuen Club soll er sich sogar bereits ausgesucht haben. Mein erster Fokus liegt einzig und allein auf die Europameisterschaft und danach wird es einigen einen Austausch geben, sagte Joshua Kimmich jüngst im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Inzwischen wird es immer wahrscheinlicher, dass er beim jedem Austausch des FC Bayern über seinen Wechsel informiert. Der englische Boulevard ist dagegen sogar sehr, sehr sicher. Dem Daily Star zufolge will Kimmich in diesem Sommer unbedingt wieder unter die Fittiche von Pep Guardiola wechseln. Gerüchte darüber, dass Manchester City Kimmich verpflichten wolle, weil dieser ein großer Pep Guardiola-Fan sei, gab es schon vor einigen Wochen. Dem FC Barcelona und den FC Arsenal sollen die Personalie Kimmich ebenfalls mit größter Sorgfalt verfolgen. Der 29-Jährige hat dem Bericht zufolge seinen Vertretern allerdings mitgeteilt, dass er zu Manchester City wechseln möchte und zu keinem anderen Verein. Was hat Kimmich unlängst von der Transferliste gestrichen? Auch Real Madrid nimmt Abstand von der Zusammenarbeit. Guardiola hatte Kimmich 2015 von Stuttgart zu den Bayern geholt. Zuvor feierte er bei RB Leipzig seinen Durchbruch im professionellen Fußball. Kimmich möchte, so heißt es, in England nur noch einmal unter Guardiola spielen. Der englische Meister soll von der Personalie Kimmich überzeugt sein, weil dieser nicht nur rechts hinten verteidigen kann, sondern eine zusätzliche Option im Mittelfeld bieten würde. Kimmich weigerte sich momentan angeblich hartnäckig, seinen 2025 auslaufenden Vertrag zu verlängern, eben weil er nur eine neue Herausforderung suche. Die Bayern haben nun die Möglichkeit, ins Risiko zu gehen und mit Kimmich die kommende Saison zu bestreiten, um dann möglich keine Ablöse zu kassieren. Oder die Daily Star berichtet im Verkaufsfall von einer Ablöseforderung, die bei 35 Millionen Euro liegt. Barca hat Joao Cancelo vor kurzem verabschiedet und prüft nun Alternativen, um die Lücke zu füllen, die sein Abgang hinterlassen wird. Drei Kandidaten sollen für einen Wechsel grundsätzlich in Frage kommen. Für Joao Cancelo geht es beim FC Barcelona erstmal nicht weiter. Vor wenigen Tagen ist das mit Manchester City vereinbarte Leihgeschäft ausgelaufen. Eine Kaufoption war nicht Bestandteil der Vereinbarungen. Da der Barca-Transfer inzwischen in weite Ferne gerückt ist, weil Manchester City nur verkaufen möchte und über 30 Millionen Euro Ablöse verlangt, müssen sich Entscheidungsträger an der Mittelmeerküste nach Alternativen umschauen. Den Blick haben sie anscheinend bereits entschweifen lassen. Nach Angaben der Mundo Deportivo befinden sich Aaron Wan-Bissaka, Emerson Royal und Arnau Martinez in der engeren Auswahl. Wan-Bissaka kam 2019 zu Manchester United und hatte seitdem 190 Pflichtspiele bestritten. Der Rechtsverteidiger ist bekannt für seine Defensivfähigkeiten, vor allem im 1 gegen 1. In Betracht der Tatsache, dass der Vertrag des 26-Jährigen 2025 ausläuft, hätte Barca gute Chancen, ihn für eine geringe Ablösesumme zu verpflichten. Emerson ist noch bis 2026 an Tottenham Hotspur gebunden, kommt aber allerdings nicht regelmäßig zum Einsatz, so dass auch die Hoffnung besteht, den 25-Jährigen für eine vergleichsweise geringe Ablöse zurückzuholen. Emerson absolviert drei Pflichtspiele für Barca. Der dritte im Bunde ist Barca Cosmos, ebenfalls nicht neu. Martinez stammt aus dem Nachwuchs der Blaugrana und wurde zuletzt nicht nur dort, sondern auch beim FC Bayern gehandelt. Der Vertrag des 21-Jährigen beim FC Girona läuft im Juni nächsten Jahres bereits aus, was darauf hindeutet, dass Barca eine erneute Chance haben könnte, ihn zu verpflichten. Alles steht und fällt allerdings mit Cancelo, der eigentlich gerne bei Barca bleiben möchte. Für den portugiesischen EM-Teilnehmer gibt es bei Manchester City nach seiner öffentlichen Wutrede gegen den dortigen Trainer Pep Guardiola jedenfalls keine Zukunft mehr.
Wieder einmal steht der Transfer von Joel Palhinha zum FC Bayern kurz bevor. Und dem Bericht zufolge sind die Münchner mit dem FC Fulham jetzt endlich einig geworden. Der FC Bayern bekommt wohl zeitnah die gewünschte Verstärkung fürs Mittelfeld. Zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem FC Fulham müssen laut Sky nur noch Details geklärt werden, bevor der Wechsel von Joel Palhinha über die Bühne geht. Der portugiesische Nationalspieler steht seit langem auf der Liste bei den FC Bayern und war vergangenen Sommer am Deadline Day schon zum obligatorischen Medizincheck an der Semner Straße. Der Deal platzte aber auf den letzten Metern, da die Cottagers keinen Ersatz mehr verpflichten konnten. So musste Palhinha unverrichtete Dinge wieder abreisen. Der PTV-Sender zufolge ist der Wechsel nun aber fast unter Dach und Fach. Zuletzt lagen beide Clubs bei der Ablöse noch weit auseinander. Der FC Bayern bot um die 45 Millionen Euro. Die Engländer forderten aber knapp 70. Offenbar hat sich Fulham nun sehr auf die Münchner zubewegt. Die Ablöse liegt laut Sky bei 46 Millionen Euro plus Boni. Englische Medien nennen 51 Millionen Euro plus 5 Millionen an möglichen Zusatzzahlungen. Palhinha soll den Medizincheck nach der Europameisterschaft absolvieren und dann einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Salih Özcan könnte Borussia Dortmund nach 2 Jahren verlassen. Das Interesse am türkischen Nebenfahrer wächst. Mit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Jahr 2022 wollte Salih Özcan den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere gehen. Ein Stammplatz erarbeitete sich der Ex-Kölner aber auch in einem zweiten Jahr der Schwarz-Gelben nicht. Diesen Sommer könnten sich die Wege trennen und der 26-Jährige den Umbruch unter BVB-Coach Nuri Sahin zum Opfer fallen. Özcan setzt schon seit einigen Wochen zu den potenziellen Verkaufskandidaten. Laut Sky wird ein Abschied mittlerweile etwas konkreter. Dem Bezahlsender zufolge hat der BVB den Abräumer ein Preisschild von 10 Millionen Euro verpasst und ist offen für Angebote. Konkretes Interessen hat Özcan ebenfalls während der EM-Teilnahme mit der Türkei auf sich gezogen. Laut Sky haben Olympique Marseille, Stade Rennes und Klubs aus Saudi-Arabien die Fühler nach dem 21-fachen Nationalspieler erkundigt. Darüber hinaus zählt auch Beşiktaş wie vor zu dem Interessentenkreis. Der Istanbuler Club hatte Bericht zufolge schon im April telefonischen Kontakt zu Özcan aufgenommen. Es scheint also, ob der Poker um den EM-Fahrer nun langsam heiser wird. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Könnt ihr euch theoretisch wirklich Joshua Kimmich bei Manchester City unter Trainer Pep Guardiola endlich vorstellen? Oder findet ihr, Kimmich sollte sich doch noch für den FC Bayern oder nochmal für den anderen Club entscheiden? Wie findet ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir persönlich können uns Joshua Kimmich sehr, sehr gut beim Manchester City vorstellen. Schreibt es nochmal in die Kommentare. Abonniere jetzt auch diesen Kanal hier, um keine weiteren Videos sowie Infos nicht mehr zu verpassen. Like noch dieses Video, falls es dir gefallen hat und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Videos nicht mehr verpasst. Jetzt werden noch meine letzten Videos eingeblendet, die musst du dir auch nochmal unbedingt anschauen. Die sind echt sehr, sehr spannend geworden, würde ich Ihnen von euch empfehlen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.